Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist eine Samstagskonferenz dabei, es sind alle Spiele auf einmal. Es könnte so schön sein, aber leider sind in echt immer noch keine Zuschauer dabei. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß, danke euch fürs Reinschalten. Los geht's jetzt erstmal mit dem Freitagsspiel, danach dann die Konferenz. Timelinks findet ihr in den Kapitelmarken. Los geht's, viel Spaß. Der VfB Stuttgart hat in den letzten paar Spielen etwas federn lassen müssen. Jetzt ist am Freitagabend der erste FSV Mainz 05 zu Gast und das Ausrufezeichen Richtung Konkurrenz, das kam von Bo Svensson und seiner Mannschaft. Zuletzt beim 3:2 gegen RB Leipzig, aber hier war der VfB dann doch erstmal deutlich überlegen, hatte doch wieder das Selbstvertrauen gefunden. Robin Zentner muss hier gegen Castro eingreifen. Eine Riesenmöglichkeit, die eine Ecke nach sich zog, die aber nichts brachte. Über eine halbe Stunde gespielt, Mainz sehr konzentriert in der Defensive. Nach vorne ging aber quasi nichts. Deswegen der VfB mit Chancen, nicht en masse, aber durchaus schon hier und da vorhanden. Erik Tommy mit dem Abschluss, der geht aber auch recht deutlich vorbei. Es war schon ganz gut, was der VfB hier machte, aber es glückte noch nicht alles. Noch nicht Pause, noch einmal der VfB Stuttgart mit Mangala, Endo, rechts viel Platz und der Ball kommt zu Didavi. Und wieder Robin Zentner, der hier wirklich wieder mal über sich hinaus wächst. Er ist die Grundlage dafür, dass der erste FSV Mainz 05 jetzt in der Rückrunde eine Aufholjagd starten kann. Denn ohne ihn in Topform wird es wohl nicht gehen. Dafür ist die Mainzer Defensive auch nicht stark genug, wobei sie sich auch schon deutlich verbessert hat zu anderen Zeiten. Hier dann aber im zweiten Durchgang das gleiche Bild, Chancen für Stuttgart und ein Scheitern an Zentner González, der es hier versucht, aber nicht durchkommt. Die Schlussphase. Mainz vielleicht mal. Mainz vielleicht mal. Nein. Das wäre auch deutlich zu viel des Guten gewesen. Mainz ohne eine richtige Torchance. Dann war Schluss nach 90 Minuten plus einer Minute Nachspielzeit. 0:0 für den VfB Stuttgart. Ergebnistechnisch enttäuschend, aber spielerisch war das auf jeden Fall wieder der Schritt in die richtige Richtung. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am 19. Spieltag. Diese fünf Spiele sind heute dabei. Große Namen Bayern und Dortmund vor allem da im Fokus. Aber auch Borussia Mönchengladbach zu Gast bei Union Berlin. Das ist ein regelrechtes Topspiel. Hier in Dortmund muss man seine Wunden lecken. Der FC Augsburg hat gewonnen, Dortmund zuletzt verloren bei Borussia Mönchengladbach mit 4:2. Also irgendwann muss vom BVB eben auch mal wieder was kommen. Ab nach Frankfurt. Hier in Frankfurt ist die Hertha aus Berlin zu Gast und die alte Dame steht mal so richtig unter Druck. Jetzt hat man sich von Bruno Labbadia und Michael Preetz getrennt. Auf der Bank nun ein alter Bekannter. Paul Dardai soll es für die Hertha richten. Und man fühlt sich bei der alten Dame zurückgeworfen in alte Zeiten. Aber vielleicht ist das der Schlüssel. Heute zu Gast bei der extremformstarken Eintracht wird es brutal schwer. Hier in Berlin wird es für beide wohl ein ziemlich schwieriges Spiel für Union Berlin, weil auch dort formstarke Gladbacher zu Gast sind, aber die Borussia aus Mönchengladbach weiß auch, dass Union trotz der Niederlage zuletzt gegen Augsburg extrem gefährlich ist und daher dürfen wir uns hier sicherlich auf ein ausgeglichenes, spannendes Spiel freuen, vielleicht aktuell sogar die etwas besseren Karten auf Seiten der Gladbacher. Hier in München ist es eigentlich wie immer, da hat der Gastgeber die besseren Karten, der FC Bayern nämlich, zu Gast Hoffenheim, aber auch zumindest eine mittlerweile formverbesserte Mannschaft. Nichtsdestotrotz, die TSG läuft den
Ansprüchen noch etwas hinterher. Zuletzt eben ein wichtiges 3:0 gegen den 1. FC Köln. Und so kann man hier ein bisschen entspannter rangehen. Trotzdem, Hoffenheim will sicherlich nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. Ähnliches gilt für den Gast in Bremen, für den FC Schalke 04. Und um ehrlich zu sein, Schalke darf eigentlich nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. Ansonsten wird es immer unwahrscheinlicher. Und so unwahrscheinlich, wie es jetzt schon ist, dürfte es dann auch irgendwann eben das Ende sein. Klar, wir befinden uns zu Beginn der Rückrunde, aber irgendwann muss man eben auch anfangen, seine Punkte zu holen. Es wird brutal schwer für den FC Schalke 04. Starten wollen wir jetzt in Dortmund. Erling Haaland stößt an für den BVB und es wurde eben kurz schon angerissen, als wir hier den Auftakt gegeben haben. Für Schwarz-Gelb gilt es, jetzt wieder in die Spur zu finden. Die Champions League, die Europa League Plätze liegen vorm BVB und das möchte man schleunigst ändern. Es ist ein harter Weg heute gegen Augsburg. Trotzdem, in aller Regel ist das hier ein 3-Punkte-Muss für den BVB und es geht gut los für Haaland. Schnell nach vorne durchgespielt und so kann es gehen, so muss es gehen. Erste gute Möglichkeit, Dortmund legt hier gut los. Wir gehen nach Frankfurt. Gibt einen Eckstoß von der linken Seite, Kostic springt den rein und André Silva mit dem 1:0. Was für ein Auftakt und was für ein Albtraum für Pal Dardai. Jovic wieder nur auf der Bank zu Beginn, aber André Silva, der wirkt jetzt sowieso in guter Form, nochmal verbessert. Setzt sich hier gegen Alderete und Córdoba durch, ob die sich da gegenseitig vielleicht sogar etwas behindern. Mal dahingestellt, Netz auf der Linie, kann nicht mehr helfend eingreifen und Alexander Schwolo greift hinter sich. Was für ein Beginn. 4. Minute. Tor in München. Führt mit 1:0 und in München nehmen da auch die Dinge ihren Lauf. So scheint es. Thomas Müller mit dem 1:0. Ebenfalls in der 4. Spielminute. Und die Bayern haben mit Hoffenheim aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Da verlor man doch sang- und klanglos deutlich mit 4:1. Hier ist es einfach gut gespielt. Müller hat dann viel Platz und Hoffenheim im Rückstand für Thomas Müller ist es wie immer eigentlich ein Vergnügen, Fußball spielen zu dürfen. Er sagt selber, sieht manchmal komisch aus, aber wenn es am Ende dann so erfolgreich ist, dann kann man sich eigentlich auf dem Platz kaum beschweren. 1:0 für den FC Bayern München. Hoffenheim jetzt mit einer noch brutal schwierigeren Aufgabe. Gucken wir mal weiter und zwar in Berlin vorbei. Der 1. FC Union Berlin in den roten Trikots. Hier durchaus gewillt nach vorne zu spielen, aber die Borussia hat doch tatsächlich das Spiel an sich gerissen, auch wenn sie normalerweise eher für Umschaltfußball bekannt sind. Bisschen mehr Ballbesitz auf Seiten der Gladbacher. Stindl, schöner Pass und viel Platz für Leiner. Kein Abseits, dem Linienrichter zufolge und das ist von Lute eine Monsterparade. Riesenchance hier, weiterhin 0:0, so auch in Bremen. Wobei es hier auch schon hätte 1:0 stehen können, beziehungsweise es hätte hier 1:0 stehen können. Joshua Sargent zieht den Ball aber vorbei. Harit jetzt hier im Abseits, dass diese Chance eben gerade vor wenigen Augenblicken. Sargent vertritt den angeschlagenen Davy Selke, der traf gegen die Hertha, gegen seinen Ex-Club und dann ausgewechselt werden musste. Sargent aber scheint zumindest da vorne die richtigen Antworten parat zu haben. Eben diese große Chance. Letzte Woche gegen die Hertha ein super Tor geschossen. Und das Tor in Berlin. Sicherlich Selbstvertrauen. Und Tor in Berlin.
1-0 für die Gäste. Eben hatte es sich schon etwas angedeutet. Da vergab Stefan Leiner noch. Jetzt ist Alassane Player zur Stelle und macht das 1-0. Da kann dann auch Lute nichts mehr gegen anrichten. Der Ball ein bisschen abgefälscht vor die Füße von Alassane Player. Mit der Seite vorbeigelegt. Und Lute hat das Nachsehen hier gegen die Borussia. Tor in Frankfurt. Und der nächste Treffer in Frankfurt. Also bitte. 2-0. Daichi Kamada haut den Herthanern jetzt nochmal einen weiteren Schlag in die Magengrube. Da will Hasebe abziehen. Der Ball prallt zu Kamada und der macht es dann richtig stark. Wunderbare Direktabnahme mit dem linken Spann. Gar nichts zu parieren. Schwolo zum zweiten Mal schon geschlagen. Das wird hier ein langer Weg für die Hertha. Vielleicht ein unmöglicher. Für den BVB wird es hier sicherlich auch ein langer Weg, wobei sich der FC Augsburg tatsächlich gerade mal nach vorne wagt. Das ist eigentlich nicht so oft zu erwarten. In der ersten Einstellung hier im Signal Iduna Park hatten wir diese Möglichkeit hier, die Giekiewicz halten musste. Schauen wir kurz auf die Zwischenresultate. 4 Tore immerhin schon gefallen. Bremen, Schalke noch 0-0 und auch hier torlose Partie. Ansonsten haben wir auf den Plätzen schon mindestens einen Treffer gesehen. Frankfurt ja sogar mit 2-0 in Führung. Und Frankfurt wird eben zum ernstzunehmenden Konkurrenten für den BVB. Da müssen sie eigentlich nachziehen. Vielleicht jetzt mit Emre Can. Rechts raus zu Sancho. Schwache Flanke. Ah, geklärt. Und wir wechseln nach München. Wo Hoffenheim seit der 4. Minute zurück, liegt aber jetzt auch nach vorne kommt. Sebastian Rudi kommt hier aber nicht durch gegen David Alaba, der den Fuß reinhält. Von Samaseku vorbereitet, war jetzt auch kein kräftiger Schuss, den hätte sonst Manuel Neuer sicherlich auch aufnehmen können. So gibt es zumindest mal einen Eckball. Möglicherweise wird es hier über Standardsituationen gelöst. Rudi bringt den rein. Eigentlich nicht so gut. Adams da außerhalb der 16er. Samaseku. Ilas Bebu setzt sich durch. Das ist abseits von Mijat Gacinovic, der da zu früh startet. Schauen wir drauf. Ja, die Bayern rücken dann auch raus. In der Kette kann man hier gut sehen. Weiterhin 1-0 hier. Wir springen nach Bremen, dort ja noch torlos. Aber der SVB kommt schon wieder. Sargent, Agu mit dem Kopfball. Fährmann hält und unten blitzte dann auch die Fahne auf. Das ist ziemlich häufig hier zu erkennen, dass die Spieler ins Abseits laufen. Schalke ist es ja auch schon passiert. Müsste schon das dritte oder vierte Mal gewesen sein. Vielleicht kann man sich ja dann auch irgendwann mal orientieren. Aber scheinbar nicht. Hoppe, Matthew Hoppe mit dem nächsten. Ja gut, das war jetzt knapp. Da kann man ihm nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Nichtsdestotrotz vielleicht etwas vorsichtiger agieren. Und das erzählt diese Geschichte des Spiels ganz gut. Es gibt relativ wenig zu erzählen. Schalke kommt nach vorne überhaupt nicht zustande. Bremen versucht es teilweise. Oh, Fährmann. Gefährlich sah es aus. Naja, 0-0 hier. Wir geben lieber weiter. Ja, auch Lute hier gerade mit dem Ball am Fuß. Der macht es aber ein bisschen souveräner als Pavlenka und drischt die Pille zumindest ins Seiten aus. Benzebaini hat jetzt hier auch nicht die Notwendigkeit gesehen, das schnell zu machen. Mit etwas Glück hält er den Ball jetzt auch im Spiel oder mit technischer Finesse. Neuhaus zu Christoph Kramer. Union Berlin tut sich hier schon durchaus schwer, das kann man auf jeden Fall sagen. Knoche jetzt aber mit der guten Balleroberung und kontern kann Union Berlin eigentlich. Dauert aber Tor in München! Etwas zu lange. Vor allem haben wir jetzt das nächste Tor in München und das wollen wir uns angucken. 2-0 hier, Leon Goretzka.
erhöht bei sonnigem Wetter für den FC Bayern München. Wird da gut in den 16er geschickt und aus Spitzenwinkel sieht dann Oliver Baumann nicht so richtig glücklich aus, vor allem hier aus der Hintertor-Perspektive. Wurde aber auch relativ alleine gelassen. Es ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, der dafür sorgt, dass Bayern hier vollkommen verdient mit 2:0 führt. Und das ist auch in Frankfurt der Fall. Das kann man sagen, hier ist eben Frankfurt auch richtig gut. Die Hertha war schon richtig schlecht und noch schlechter. Es wird noch schlechter, zumindest noch schlimmer, was das Ergebnis angeht. 3:0. Gibrilzou kommt da im 5-Meter-Raum viel zu frei zum Abschluss. Guter Pass hier von Silva. Dann von Durm einmal in die Mitte gelupft oder geflankt. Eigentlich nicht die optimale Höhe, aber Gibrilzou, der wirklich eine sehr gute Saison aktuell spielt, der trifft ihn dann gut und Tor in Dortmund. Macht es dann ohne große Probleme und der erste Treffer in Dortmund. Also bitte. 0:1. André Hahn schockt den BVB. Der FC Augsburg außer Rand und Band. Und die Sorgenfalten, sie werden größer bei Schwarz-Gelb. André Hahn, gut eigentlich abgedeckt, aber nicht ausreichend von Jude Bellingham. Bürki streckt sich, aber da ist ihm nur wirklich kein Vorwurf zu machen. Das ist auch ein guter Schuss von André Hahn mit seinem linken, etwas schwächeren Fuß. Das in der 40. Minute das 1:0 besorgt wird, ist etwas überraschend für den FC Augsburg, aber nicht mal unbedingt unverdient. Sie machen hier schon einen sehr guten Job und der BVB spielt eben nicht mit der breitesten Brust, kann man sich ja auch vorstellen. Ein torloses Spiel haben wir noch. Im Weserstadion, nämlich zwischen Bremen und dem FC Schalke 04, warten wir noch auf Tore. Ansonsten ja alle Stadien bedient, was das angeht. Mal mehr, mal weniger. Aber hier eben noch gar kein Erfolg. Und wir sehen das auch. Bremen tut sich hier schwer durchzukommen. Gut von Ozan Kabak. Der klärt den Ball. Und Abpfiff. Auf den anderen Plätzen ebenfalls Halbzeit. Das heißt, wir verabschieden uns gleich in die Halbzeitpause. Schauen uns die Zwischenergebnisse an. Und hoffen dann auf die zweiten 45 Minuten, dass dann der SV Werder Bremen da vielleicht auch zuschlägt. Oder halt Schalke. Ja, hier sind die Ergebnisse einmal im Überblick. Bremen, Schalke 0:0, Bayern 2:0 gegen Hoffenheim, Dortmund 0:1 Augsburg, Union ebenfalls 0:1 gegen Gladbach und Frankfurt 13:0 gegen Hertha. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Zurück in der Konferenz, wir starten in Dortmund und schauen uns das bislang einzige Tor des Tages hier im Westfalenstadion an. André Hahn hat es erzielt und traf damit den BVB mitten ins Herz. Es ist davon auszugehen, dass der BVB jetzt hier mit Wut im Bauch kommt, aber der FC Augsburg wird sicherlich alles daran setzen, das nicht zuzulassen. Wir schauen mal. Tor in Frankfurt. Ja, und in Frankfurt geht's ja richtig gut weiter. Martin Hinteregger. Wieder mal nach einem Eckball, da hat die Hertha mittlerweile eine eklatante Schwäche aufgebaut. Hinteregger steigt zwar hoch, Pekarik kommt nicht hin. Also hier ist alles gelaufen. Der Auftakt für Paul Dardai ist verpatzt. Ab nach München.
3-0. Thomas Müller, auch hier ist die Entscheidung gefallen. Der FC Bayern München wird sich das nicht mehr nehmen lassen, gegen die TSG 1899 Hoffenheim, die heute eher wieder ihr schlechteres Gesicht zeigt. Aber der FC Bayern München, ja, dreht auch auf, muss man sagen. Da ist von Müdigkeit aktuell nicht viel zu sehen, beziehungsweise gar nichts. Und so ein Treffer direkt nach der Pause, der dürfte nochmal zusätzliche Sicherheit geben und vor allem auch die Chance ergeben, sich jetzt etwas zurückzuziehen, ein bisschen Kraft zu sparen. Das wird dem FC Bayern München gut gefallen, das werden sie auch benötigen. 3-0 also hier, und Hoffenheim muss aufpassen, dass es nicht richtig übel wird. Tor in Berlin! Und wir haben den nächsten Treffer in Berlin. 1-1, Ausgleich durch Robert Andrich. Der erste FC Union Berlin startet super aus der Halbzeit. Jan Sommer ist bedient, vollkommen verständlich, weil Andrich da doch aus sehr zentraler Position gut zum Abschluss kommt. Und ich muss mich korrigieren, es war Ingwarzen natürlich. Markus Ingwarzen. So korrekt wollen wir sein. Da geht eine Entschuldigung von mir raus an Ingwarzen, an Andrich. Aber das Wichtigste ist, der Treffer gehört Union Berlin und er zählt auch. Wichtiges Zeichen jetzt von Union. Gladbach muss also wieder mehr tun. In Bremen müssten beide Mannschaften ein bisschen mehr tun. Vielleicht der FC Schalke 04 noch etwas mehr. Oder garantiert der FC Schalke 04 noch etwas mehr. Bremen holt sich immer wieder zwischendurch die wichtigen Siege ab. Auch zuletzt gegen Hertha BSC. Dadurch setzt man sich immer weiter ab vom 16. bzw. 17. Tabellenrang. Und Schalke muss endlich die 3 Punkte holen. Ansonsten Tor in Dortmund. Irgendwann halt auch rechnerisch nicht mehr klappen. Und schnell nach Dortmund. 1-1. Der BVB hat gewechselt und auf Dreierkette umgestellt. Und auch er ist reingekommen. Tigges durfte im DFB-Pokal schon über lange Zeit ran. Und in der Bundesliga hat er auch seine Einsätze bekommen. Jetzt macht er seinen Treffer. Schöner Abschluss mit links für Rafael Gikiewicz. Keine Chance, irgendwas zu halten. Steffen Tigges bringt die Hoffnung beim BVB zurück. Und es ist noch über eine halbe Stunde Zeit, hier das Ding zu gewinnen. Und das wollen Tor in Bremen natürlich auch machen. Und jetzt auch der erste Treffer in Bremen. 1-0 für den FC Schalke 04, 60. Minute, und schauen Sie auf den Rücken des Torschützen, es ist der Rückkehrer, es ist Klaas-Jan Huntelaar, der hier Eggestein entweicht und Pavlenka überwindet und den SV Werder Bremen in Erklärungsnot bringt und unter Zugzwang setzt. Klaas-Jan Huntelaar, 1-0 für Schalke. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding, kann man auch über dieses Spiel hier sagen. Die Hertha sicherlich viel vorgenommen. Man kann auch nicht erwarten, dass sich da alles um 180 Grad wendet. Von jetzt auf gleich mit einem Trainerwechsel. Aber das hier wirkt fast noch schlechter. Piontek. Und das ist auch passend. Gute Parade von Kevin Trapp. Und Christoph Piontek, der hat momentan auch eben nicht das Glück am Fuß. Vielleicht auch momentan nicht die Kaltschnäuzigkeit, dann in solchen Situationen die Nerven zu bewahren. Die Hertha gibt sich zumindest nicht auf, aber Tor in München. Das wäre ja auch noch schöner. Und der nächste Treffer in München. Bayern zieht nach.
65. Minute, also auch hier 4:0. Robert Lewandowski muss sich logischerweise auch in die Liste der Torschützen mit einreihen. Thomas Müller legt auf. Dann ein offenes, verwaistes Zentrum. Den lässt Lewandowski sogar etwas über den Schlappen rutschen, damit er ihn perfekt trifft. Elfmeter in Dortmund. Andreht. Und jetzt haben wir einen Elfmeter in Dortmund. Für wen denn bitte? Für den BVB. Verursacht von Felix Uduokhai gegen Meunier, der hier schon abschließt und im Nachhinein dann einfach komplett stumpf umgehauen wird. Da gibt's keine Fragen. Die Frage ist aber hier. Trifft Haaland gegen Giekiewicz. Giekiewicz ist ein Killer. Haaland macht es aber. 66. Minute. Der BVB führt. Braucht 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, um ein 0:1 in ein 2:1 zu verwandeln. Sie haben richtig Druck aufgebaut, jetzt mit der Dreierkette hinten und eben dann nach vorne mit Doppelspitze Haaland und Tigges. Und beide treffen. Mit der linken Innenseite hier einfach eingeschoben. Giekiewicz spekuliert auf die Mitte. 2:1 für den BVB. Es kann manchmal so einfach sein. Ja, und hier ist es nach wie vor wirklich für beide Mannschaften alles andere als leicht. Alles andere als einfach. Gladbach will hier das 2:1, die zweite Führung erzielen, aber Union Berlin wehrt sich. Cedric Teuchert. Tor in Frankfurt. Tor in Frankfurt. Ja gut, nehmen wir natürlich mit. 4:1. Immerhin, der Gast hatte es schon etwas angekündigt, aber es ist auch nicht mal ein Hertaner, sondern ein Tuta. Ja, bekommt da mit der linken Innenseite irgendwie das Ding aufs Tor gezogen und Kevin Trapp stellt sich auch alles andere als glücklich an. 4:1, naja, das dürfte nur ein Schönheitsmakel sein. Schauen wir nochmal auf die Ergebnisse. Vor allem hier in Bremen. Da führt der Gast aus Schalke mit 1:0 und es wäre so wichtig, um wieder Hoffnung zurückzuholen, die spätestens Tor in seit Dortmund. Beginn der Rückrunde komplett weg war. Und Tor in Dortmund. 2:2, das kann man niemandem erzählen. Der BVB erführt etwas mehr als 5 Minuten und schenkt es dann wieder her. André Hahn daran beteiligt, setzt sich hier durch. Dann nochmal rübergelegt von Florian Niederlechner. Rani Khedira, ja, hämmert das Ding einfach rauf. Roman Bürki versucht dann auch irgendwie was zu verhindern, was nicht mehr zu verhindern ist. Und so steht es nach 71 Minuten 2:2. Ein spektakuläres Spiel und Respekt auch an die Fuggerstädter. Wir wechseln nochmal. Werden hier vermutlich das letzte Mal sein in München, denn es ist alles entschieden. Der FC Bayern führt mit 4:0, sollte ein Tor fallen, klar, schalten wir rüber. Aber Hoffenheim wird hier keine 4 Tore mehr erzielen. Da würde ich mich in einer steilen These mal festlegen wollen. Süle dazwischen. Tudelt so ein bisschen aus. Der FC Bayern hat nochmal eine Stufe runtergeschaltet. Und Hoffenheim kommt ein bisschen. Und kommt sogar erfolgreich. Munas Dabur mit der Ergebniskosmetik. Wie schon in Frankfurt. Die Hertaner, so auch hier die Hoffenheimer. Und sie waren sogar selbst von Samaseku durchgesetzt hier. Beziehungsweise eingeleitet. Rudi vorher ein bisschen abgeräumt. Boateng. Ticken zu halbherzig. Und vor Bayer Neuer, den wird es am meisten ärgern. Mal wieder keine weiße Weste. Gegen Schalke zuletzt hat es ja immerhin mal geklappt. So wie
es sich in München darstellt, ist es hier überhaupt nicht. Es ist noch spannend, weil es 1:1 steht und dementsprechend in alle Richtungen kippen kann. Vielleicht bleibt es auch bei diesem 1:1. Dann wäre das unter dem Strich auch in Ordnung. Aber die Schlussphase, sie wird sicherlich noch einiges parat haben. Vor allem Borussia Mönchengladbach kassiert gerne mal in der Schlussphase noch Treffer. Zuletzt aber haben sie dort auch selber gerne mal zugeschlagen. Aber Union Berlin auch beispielsweise gegen Leverkusen kurz vor Schluss mit dem Siegtreffer. Daran denken sie gerne, müssen sie heute dann auch dementsprechend wieder umsetzen. Und sie kommen auch über Christian Gentner, schwacher Pass, Zakaria dazwischen. Läuft tatsächlich momentan ein bisschen auf eine Punkteteilung hinaus, in Bremen noch nicht. Noch nicht ist der richtige Terminus, der hier angewandt wird, weil Werder Bremen am Unentschieden dran ist. Gebre Selassie mit dem Kopfball, der aber vorbeigeht ans Außennetz. Ralf Fährmann kann sich da glücklich schätzen. Aber Bremen kommt nochmal. Bittencourt zu Chong. Der nimmt aber zu viel Tempo raus. Trotzdem weiterhin Bremen im Ballbesitz. Rashica nochmal raus. Eggestein. Fährmann hat den Ball. Nochmal nach Dortmund. Schafft es der BVB? Viel Zeit ist nicht mehr. Nachspielzeit bereits angebrochen und jetzt kommt sogar der FC Augsburg. Na, das wäre eine Geschichte. Goetzo schickt Finn Bogason auf die Reise. Setzt sich aber nicht durch, bekommt trotzdem nochmal den Eckball. Akanji raus. Und jetzt, Nachspielzeit abgelaufen, wird das die letzte Situation des Spiels sein. Der BVB kann sich den Sieg abschminken, aber für den FC Augsburg ist es noch möglich. Der Ball hier muss aber gut kommen. Kommt aber schlecht. Meunier klärt per Kopf und der Super-GAU abgewendet. Trotzdem wird der BVB überhaupt nicht zufrieden Tor sein. Tor in Berlin! Mit diesem Ergebnis und jetzt doch noch ein Sieger in Berlin. Und der heißt Borussia Mönchengladbach. Lars Stindl in der Nachspielzeit mit dem 2:1. Für die Fohlenelf und die Freude kennt keine Grenzen mehr. Union Berlin am Boden geschlagen, die Nachspielzeit abgelaufen. Wolf legt vor und Stindl ist in Topform. Lute, naja, wollen wir mal keinen Vorwurf machen, aber dieses 2:1 ist so wichtig. Borussia Mönchengladbach wird feiern. Mit 3 Punkten im Gepäck nach Hause fahren und Union Berlin muss die nächste 2:1 Pleite hinnehmen. Es sei denn, hier passiert noch etwas Außergewöhnliches. Nein, das Spiel ist vorbei. Gladbach in allerletzter Sekunde mit dem Sieg. 2:1 schlagen sie den enttäuschten Gastgeber aus Berlin. Beenden wollen wir die Konferenz in Frankfurt. Das sind die Ergebnisse. Doch einige Tore dabei gewesen. Silva hat früh eröffnet, die Partie in eine gewisse Bahn gelenkt. Und die Hertha muss sich einen Gegner auf Augenhöhe suchen. Frankfurt einfach zu übermächtig. Jetzt gibt es die Tore nochmal in der Schnellzusammenfassung und die restlichen Zusammenfassungen. Bleiben Sie am Ball. Eins zu 0 für den FC Schalke 04, 60. Minute und schauen Sie auf den Rücken des Torschützen. Es ist der Rückkehrer, es ist Klaas-Jan Huntelaar, der hier Eggestein entweicht und Pavlenka überwindet und den SV Werder Bremen in Erklärungsnot bringt. So scheint es. Thomas Müller mit dem 1:0, ebenfalls in der 4. Spielminute und die Bayern haben mit Hoffenheim aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Da verlor man doch sang- und klanglos deutlich mit 4:1, hier ist es einfach gut gespielt, Müller hat dann viel Platz. 2:0 hier, Leon Goretzka
erhöht bei sonnigem Wetter für den FC Bayern München. Wird da gut in den 16er geschickt und aus Spitzenwinkel sieht dann Oliver Baumann nicht so richtig glücklich aus, vor allem hier aus der Hintertorperspektive. 3-0, Thomas Müller, auch hier ist die Entscheidung gefallen. Der FC Bayern München wird sich das nicht mehr nehmen lassen gegen die TSG 1899 Hoffenheim, die heute eher wieder ihr schlechteres Gesicht zeigt. Aber der FC Bayern München, ja, dreht auch auf, muss man sagen. Da ist von Müdigkeit. Bayern zieht nach 65. Minute, also auch hier 4-0. Robert Lewandowski muss sich logischerweise auch in die Liste der Torschützen mit einreihen. Thomas Müller legt auf. Dann ein offenes, verwaistes Zentrum. Den lässt Lewandowski sogar etwas über den Schlappen rutschen, damit er ihn perfekt trifft. Elfmeter in Dortmund. Andreht. Und jetzt haben wir einen Elfmeter. Und Hoffenheim kommt ein bisschen. Und kommt sogar erfolgreich. Munas Dabur mit der Ergebniskosmetik. Wie schon in Frankfurt. Die Herthaner, so auch hier die Hoffenheimer. Und sie waren sogar selbst von Samaseku durchgesetzt hier, beziehungsweise 0-1. André Hahn schockt den BVB, der FC Augsburg außer Rand und Band, und die Sorgenfalten, sie werden größer bei Schwarz-Gelb. André Hahn gut eigentlich abgedeckt, aber nicht ausreichend von Jude Bellingham. Bürki streckt sich, aber 1-1. Der BVB hat gewechselt und auf Dreierkette umgestellt. Und auch er ist reingekommen. Tigges durfte im DFB-Pokal schon über lange Zeit ran. Und in der Bundesliga hat er auch seine Einsätze bekommen. Jetzt macht er seinen Treffer. Schöner Abschluss mit links. Trifft Haaland gegen Giekiewicz. Giekiewicz ist ein Killer. Haaland macht es aber. 66. Minute. Der BVB führt. Braucht 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, um ein 0-1 in ein 2-1 zu verwandeln. Sie haben richtig Druck aufgebaut. Jetzt mit der Dreierkette hinten und eben dann nach vorne mit Doppelspitze. Haaland und Tigges. Und beide treffen mit der linken Innenseite hier einfach eingeschoben. Giekiewicz spekuliert auf die Mitte. 2-2, das kann man niemandem erzählen. Der BVB erführt etwas mehr als 5 Minuten und schenkt es dann wieder her. André Hahn daran beteiligt, setzt sich hier durch. Dann nochmal rübergelegt von Florian Niederlechner. Rani Khedira, ja, hämmert das Ding einfach rauf. Roman Bürki versucht dann auch irgendwie. Gibt einen Eckstoß von der linken Seite. Kostic springt den rein. Und André Silva mit dem 1-0. Was für ein Auftakt. Und was für ein Albtraum für Pal Dardai. 2-0. Daichi Kamada haut den Herthanern jetzt nochmal einen weiteren Schlag in die Magengrube. Da will Hasebe abziehen. Der Ball prallt zu Kamada und der macht es dann richtig stark. Wunderbare Direktabnahme mit dem linken Spann. Ist eben Frankfurt auch richtig gut. Die Hertha war schon richtig schlecht und noch schlechter. Es wird noch schlechter, zumindest noch schlimmer, was das Ergebnis angeht. 3-0. Djibril Sow. 4-0. Martin Hinteregger. Wieder mal nach einem Eckball. Da hat die Hertha mittlerweile eine eklatante Schwäche aufgebaut. Hinteregger steigt zwar hoch, Pekarik kommt nicht hin. 4-1.
Immerhin, der Gast hatte es schon etwas angekündigt, aber es ist auch nicht mal ein Hertaner, sondern Tuta. Ja, bekommt da mit der linken Innenseite irgendwie das Ding aufs Tor gezogen und Kevin Trapp. 1-0 für die Gäste. Eben hatte es sich schon etwas angedeutet, da vergab Stefan Leiner noch. Jetzt ist Alassane Player zur Stelle und macht das 1-0. Da kann dann auch Lute nichts mehr gegen anrichten. Der Ball ein bisschen abgefälscht vor die Füße von Alassane Player. Mit der Seite vorbeigelegt. Und Lute hat das 1-1 Ausgleich durch Robert Andrich. Der erste FC Union Berlin startet super aus der Halbzeit. Jan Sommer ist bedient, vollkommen verständlich, weil Andrich da doch aus sehr zentraler Position gut zum Abschluss kommt. Und ich muss mich korrigieren. Es war Ingwarzen natürlich. Markus Ingwarzen. Und der heißt Borussia Mönchengladbach. Lars Stindl in der Nachspielzeit mit dem 2-1 für die Fohlenelf. Und die Freude kennt keine Grenzen mehr. Union Berlin am Boden geschlagen. Die Nachspielzeit abgelaufen. Wolf legt vor und Stindl ist in Topform. Lute, naja, wollen wir mal keinen Vorwurf machen, aber dieses 2-1 ist so wichtig. Leipzig und Leverkusen sind zwei Mannschaften, die etwas enttäuscht wohl aus den letzten Wochen in diese Partie starten. Leipzig verlor 2-3 in Mainz und Leverkusen zu Hause mit 0-1 gegen den VfL Wolfsburg. Leipzig in den weißen Trikots machte hier erstmal den besseren Eindruck. Immerhin ja noch Tabellenzweiter. Leverkusen könnte mit einem Sieg aber vorbeiziehen. Forsberg setzt den Ball hier aber zu hoch an. Die Anfangsphase hier vielversprechend. Arangis, sehr guter Ball zu Leon Bailey. Der kann in die Mitte liegen, macht es selber. Auch nicht so schlecht, aber Gulaschi kann hier parieren aus kurzer Distanz. Aber auch aus spitzem Winkel ist das für Leon Bailey nicht die einfachste Übung. Wir springen in den zweiten Durchgang, weil so viel leider nach guter Anfangsphase dann im Endeffekt nicht mehr zu holen war. Leverkusen jetzt dementsprechend von links nach rechts. Wir zeigen hier so einen Halb-Highlight. Mehr war leider einfach nicht zu holen. Arangiz mit dem Ball zu Bailey. Fahne geht nach oben und das war's dann. Man konnte schon verstehen, dass beide Mannschaften nicht zu viel riskieren wollen nach den jüngsten Niederlagen. Aber irgendwann musste man dann auch wieder mal was nach vorne tun. RB Leipzig probierte das. Forsberg nochmal, scheitert aber an Tah, der klärt das Ding. Und so trudelte die Partie aus. Sie hatte keinen Sieger und keinen Verlierer verdient gehabt. Defensiv diszipliniert nach vorne gehemmt. Und so geht das Spitzenspiel am Samstagabend torlos 0-0 aus. Der erste FC Köln ist unter Zugzwang. 0-3 Niederlage zuletzt gegen Hoffenheim. Jetzt ist Arminia Bielefeld zu Gast und das ist eigentlich ein Pflichtsieg. Aber Bielefeld in letzter Zeit doch sehr gut drauf. Auch wenn es zuletzt ein krachendes 1-5 gegen Frankfurt gab. Hier die erste große Chance für den ersten FC Köln. André Duda scheitert an Ortega. Ansonsten im ersten Durchgang recht wenige Chancen, das war auch durchaus so zu erwarten. Aber der zweite Abschnitt hatte es dann doch in sich. Knapp 5 Minuten gespielt, die Geißböcke schon besser. Das ist André Duda, der sieht in der Mitte Skiri und der macht das 1-0. 52. Minute, Elie Skiri mit der verdienten Führung für die Geißböcke. Arminia Bielefeld konnte hier in der Offensive einfach überhaupt keinen Fuß fassen. Ging gut weiter. Wolf, Drexler, schön weitergeleitet. Hector quergelegt und Duda mit dem 2-0. Das war sogar mal Fußball.
Hector, schön mit dem Kopf rüber zu Duda, der hält nur den Fuß rein. Aber Köln mit Fehlern. So holten sie Bielefeld wieder zurück. Cordova zu Fabian Klos und nur noch 2:1. In der 61. Minute war der deutsche Sportclub Arminia Bielefeld plötzlich wieder mittendrin, statt nur dabei, weil der erste FC Köln sich das Leben selbst schwer machte. Und wieder Bielefeld. Lawson zu Kunze. Fabian Klos, 2:2. Manchmal ist Fußball brutal. Der erste FC Köln, er bekommt es mal wieder zu spüren. Bielefeld mit 10, 15 guten Minuten. Danach schalteten sie wieder in den Verwaltungsmodus. Mit dem 2:2 war der Gast hier vollkommen zufrieden. Köln aber nicht. Drexler, du da nochmal. Da ist Thielmann. Thielmann! Aber Ortega hält. 86. Minute, nochmal die Möglichkeit, spät zuzuschlagen. Thielmann hatte es gegen Schalke zuletzt selber vorgemacht. Diesmal aber macht er es nicht. So bleibt es beim 2:2 für Köln. Eine Enttäuschung. Bielefeld wird damit vollkommen zufrieden sein. Zum Abschluss des 19. Spieltags trafen der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg aufeinander. Wolfsburg mit jüngstem Erfolg, Freiburg aber auch gegen den VfB Stuttgart. Die erste dicke Chance, das erste Tor für Wolfsburg. Marcens Lacroix in der 14. Minute nach einer Ecke einfach mal ein bisschen vorne lauern. Das zahlt sich hier aus. Der SC Freiburg aber ließ sich nicht wirklich davon aus der Fassung bringen. Jonathan Schmid hat den Ball am Fuß, dreht sich einmal, sieht dann dort Höhler. Der nimmt den Ball direkt und fordert Kuhn Castells nach 26 Minuten. Super Spannstoß. Dann aber auch dementsprechend gut gehalten vom Wolfsburger Schlussmann. Sehr ausgeglichene Partie, sehr fußballfreudige Mannschaften hier aufeinander getroffen. Das ist Arnold und das ist Gerhard. 2:0, 31. Minute. Der Unterschied eben war, dass Wolfsburg seine Möglichkeiten nutzte und der SC Freiburg im Abschluss nicht gut genug war. Vor der Pause dann aber nochmal der Sportclub, Demirovic mit dem Lupfer zu Höhler. Und jetzt hat er doch sein Tor. Sogar noch im ersten Durchgang. 44. Minute, das 2:1. Plötzlich die Breisgauer wieder zurück im Spiel. Der VfL Wolfsburg musste jetzt im zweiten Abschnitt mächtig aufpassen. Aber Freiburg ließ sich auskontern. Schlager zu Wout Weghorst. Alleine vor Müller. Aber nicht mit dem 3:1. Müller, der gegen den VfB Stuttgart schon teilweise überragte, hier wieder mit einer super Glanztat verhindert die Entscheidung. Und Freiburg kam auch nochmal. Höhler! Beziehungsweise Höhler vorbereitet. Höfler, der abschließt, aber den Ball dann unglücklich nochmal selbst an den Bauch bekommt, von da zur Richtung Tor aus. Es blieb beim 2:1. Freiburg hätte sicherlich einen Punkt verdient gehabt, aber geht schon in Ordnung, dieses Ergebnis für den VfL. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und adios.